Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Ja, heute mal ein Zoe-Video. Und zwar, ihr wisst ja, ich bastel gerne an meinen Fahrzeugen rum und es kommt immer viel Zubehör rein, wie zum Beispiel Wechselrichter etc. Das gleiche habe ich natürlich auch bei der Zoe vor, beziehungsweise schon teilweise gemacht. Ich habe hier einen Spannungswandler drin, den habe ich jetzt einfach nur mal abgedeckt. Der sitzt einfach nur jetzt mal hier so grob drin. Der ist noch nicht festgeschraubt und noch keine feste Position. Aber da in etwa werde ich ihn dann später festmachen. Ich habe jetzt einfach nur mal reingekeilt. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass dieser Bereich hier vorne überhaupt nicht dicht ist. Denn man sieht ja hier, das Regenwasser und alles, was aufgewirbelt wird, das spritzt hier rein. Ne? Demnach ist auch hier die Motorhaube richtig schmutzig hier oben. Hier rechts habe ich mal gelassen, wie es war. Und hier links habe ich es mal sauber gemacht, damit man sieht, wie das aussehen könnte. So. Wenn natürlich Wasser eindringen kann, ist das schlecht für die Technik. Also dann würde ich ungern einen Wechselrichter drin haben oder irgendwas drin verbauen. Also machen wir das jetzt mal dicht. Hier oben haben wir bereits einen Dichtungsgummi sitzen. Da, wo auch der Wasserablauf ist, der von der Scheibe runterkommt. Und das heißt, wir müssen nur rundherum noch irgendwie dicht bekommen. Und dazu kann man hier, habe ich mir jetzt besorgt, Dichtungsgummi. So ein Fachbegriff für. Und zwar sind die so aufgebaut, dass die hier schön nachgeben mit selbstklebendem Band. Und das kleben wir hier oben an der Haube entlang, auch über die Mitte hier. Und dann dichtet das hier unten schön ab. Das Dichtungsgummi werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Das sind ein paar Euro, was das kostet. Und ich verlinke euch genau den Artikel, der dafür reicht. Und wenn ihr das dicht habt, dann spritzt das da nicht mehr rein. Das haben auch schon andere gemacht, deswegen ist nicht meine Idee. Aber ich werde es auch tun. Und dann kann ich auch ohne Sorgen den Spannungswandler hier vorne schön befestigen und muss ihn nicht mehr groß abdecken. Und kann auch noch andere Sachen hier vorne verbauen. So, dann fangen wir mal an. Wir müssen natürlich zuallererst diese Fläche hier reinigen. Ich werde das hier schön an der Kante entlang kleben. Und ich habe die Seite ja schon mal sauber gemacht. Jetzt mache ich noch die andere Seite sauber und dann können wir loslegen. Also zuallererst könnt ihr es auch nass abwaschen oder so. Ich habe jetzt hier einfach mal Bremsenreiniger genommen, denn damit geht der Dreck ganz gut ab, weil es schon ganz schön hartnäckig ist hier. Wann wird das auch mal gereinigt? In den meisten Fällen nie. Deswegen erstmal mit Bremsenreiniger. Könnt ihr auch direkt Isopropanol nehmen. Das macht man dann später, um die Fläche wieder klebefähig zu machen, damit der Gummi auch hält. Kurzum, wir müssen entfetten. Ja, ich mache auch direkt den Trick hier weg. Nächster Service bei 95.000 Kilometer. Oh, habe ich jetzt. Mache ich aber nicht, interessiert mich nicht. Das können wir gleich selber machen. Ich mache meinen Service selbst. Genau, hier. In den Raum steht, 100 Euro wechseln. Oh ja, das machen wir jetzt hier. Kostet das 100 Euro? Ja, ich glaube, das kostet mir 150 Euro. Alter, überleg mal. Ja, für Innenraum fehlt das, ne? Ja. Das stimmt jetzt bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber. Gut, und jetzt gehen wir mit Isopropanol drüber. Zum Glück habe ich immer so ein kleines Fläschchen dabei. Ich dachte, das wäre mein Vater. Der fällt aus dem Bus. So. Und dann gehen wir da mal drüber. Super. Mal trocken drüber gehen. So sparsam kann man sein. Und jetzt fangen wir an, das zu kleben.
Beginnen wir hier unten in der Ecke. Okay. Wir beginnen direkt hier unten, ja, hier an der, an dieser Rundung hier. Zählt halt nicht, ne? So, ah, okay. Man muss es richtig andrücken. Also geht am besten mit dem Daumen hinterher und drückt schön an. Hält er die. Hält gefühlt gar nicht, ne? Weißt du, was das Problem ist? Das Klebeband ist dünn. Aber wir haben hier einen Rand rechts und links. Ja, und dieser Rand sorgt dann natürlich dafür, dass es nicht richtig halten kann. Hinzu kommt noch, dass jetzt hier auch kalt ist. Macht es am besten in der warmen Garage oder im Sommer. Und nicht bei 2 Grad Außentemperatur. So, hier oben ist natürlich jetzt ist die Kurve zu stark. Da müssen wir mal das ganze Teil cutten. So, jetzt gehe ich nochmal hier entlang, weil hier muss noch richtig reingedrückt werden. So, oh, ist das kalt. Und dann machen wir den Bogen in einem. Es ist tatsächlich so, wenn ihr jetzt hier nochmal rumgehen würdet, dann wäre das zu viel Biegung, dann kann es euch schneller lösen. Deswegen machen wir hier nochmal einen Cut und setzen neu an. Andrücken am Schluss, das ist nochmal wichtig dann. So, jetzt kommen wir hier wieder ans Ende. Da cutte ich wieder. So. Und ihr seht ja, was ich noch übrig habe. Und jetzt ist nochmal wichtig, dass wir hier schön feste mit den Fingern nochmal drauf drücken. Gehen wir die ganze Stelle nochmal lang. Also entlang. Und pressen das schön an. Tada! Jetzt haben wir hier wunderbar den Gummi drin. Ich habe den auch nochmal angepresst und
Ja, gefällt mir. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass wir hier unten nochmal ja, die Auflagefläche säubern. Könnt ihr sehen, wo das dann aufliegt hier. Quasi hier an dem Kunststoff, hier auf dem Scheinwerfer. Und da macht es natürlich Sinn, wenn wir das einfach nur mal... So, es ging ja nur darum, dass es nochmal hier so ein bisschen sauber ist, dass nicht der Dreck direkt wieder am Gummi hängt. So, jetzt machen wir mal zu und gucken wir mal. So, ich hole mal die Lampe, können wir nochmal ein bisschen zusätzlich leuchten. Und... Alter. So, seht ihr das? Vorhin sehen wir das vorne, diese Öffnung, dass da schön jetzt der Dreck in den Gummi rein kann. Bringt mir aber nichts, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Es kommt kein Dreck mehr in den Motorraum rein. Motorraum ist zwar nicht ganz korrekt, wurde mir gerade gesagt, aber es ist dicht. Mehr als vorher. Und hier haben wir die beiden Zoes nochmal im Vergleich bei Helligkeit. Hier ist der Moritz seine. Der hat vorne keine Gummis drin und bei ihm sieht das dann einfach so aus, dass das da offen ist. Gut, man sieht auch nur schwarz. Ich könnte jetzt mal Licht anmachen. Bringt aber auch nichts, ist einfach nur dunkel. Und hier sieht man natürlich jetzt, dass es ebenfalls dunkel ist, dass da der Gummi halt drin ist. Also ich sehe es jetzt auf der Kamera, sieht man es wahrscheinlich gar nicht so gut. Ja, aber überall da, wo dieser Gummi ist, kann halt kein Wasser mehr eindringen. Und wie es sich innen drin jetzt zeigt, diese Aufnahme ist jetzt schon ein halbes Jahr später gemacht, das sehen wir jetzt. So, jetzt machen wir mal hier das Häubchen auf. Und dann sehen wir, klar, wir haben jetzt hier den Winter, viel Dreck. Insbesondere halt hier oben ist es ganz schön versifft. Und gestern, als wir hier im Superregen unterwegs waren, da hat man auch gesehen, dass es innen drin nass ist. So, jetzt machen wir bei mir. Ja, also hier ist zwar jetzt auch nicht so super sauber, ich habe es auch nicht sauber gemacht jetzt, aber man sieht jetzt hier oben die Haube, die ich damals sauber gemacht habe, als ich den Gummi reingemacht habe. Sieht immer noch relativ gut aus. Klar, ein paar Spritzer sutteln wahrscheinlich durch, aber insgesamt ist es sauberer. Und gerade die Elektronik hier ist einfach vor der Witterung ein bisschen besser geschützt. Ob es jetzt Vorteile hat, was die Pfeifgeräusche betrifft, ach guck mal, da hinten ist der Moritz. Das ist eine gute Frage. Also während der Fahrt höre ich ja keine Unterschiede, aber es ist besser, wenn es dicht ist. Ja, damit haben wir jetzt hier den Bereich vorne dicht gemacht. Natürlich kann man hier oben nochmal den Stoß ein bisschen schöner machen, wenn man das möchte. Da hatte ich jetzt irgendwie nicht so das Feeling für, weil ich es einfach schnell gemacht habe aufgrund von kalten Fingern und schlechtem Kleber. Aber ist auch nicht dramatisch, es drückt sich ja eh platt, wenn es dann unten ist. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit zeigen, dass ihr bei der Renault Zoe hier vorne dann einen Bereich habt wie beim Ioniq, dass das rundherum schön dicht ist und ihr da auch einen Wechselrichter reinpacken könnt oder auch irgendwelches elektrisches, besonderes Zeug, eine Hupe oder sowas, ein Horn. Habe ich auch schon Leute gesehen, die das gemacht haben. Ihr habt nicht viel Platz hier vorne, muss man dazu sagen. Wie gesagt, hier vorne das Teil wird jetzt schön festgeschraubt und dann zeige ich euch demnächst auch, was ich damit mache. In dem Sinne, freut mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video, euer Electric Dave. Ciao.